Heute haben wir den berühmten YouTuber und Streamer Leroy Ben Paul besucht, oder wie er sich auch im Internet nennt, No Hand Gaming. Lang blieb unbekannt, wie oder auch wo er wohnt, doch heute hat er sich exklusiv für uns Zeit genommen, um uns seine wunderschöne, extra luxuriöse Villa zu zeigen. Dabei stellt sich heraus, wie auf dem Boden geblieben der Kult-FIFA-YouTuber ist. Spanien. Wunderschöne Strände, Städte und Palmen. Nicht weit vom Trubel entfernt hat sich Leroy Ben Paul niedergelassen. Gemeinsam mit seinen Freunden genießen sie gerade ein paar Tage in der Sonne. Denn dies hier ist nur eine seiner 13 Urlaubsresidenzen im sonnigen Spanien. 460 Quadratmeter. Über 3 Etagen verteilt. Wunderschöner Infinity Pool, welcher nur von einem Swimmingpool getoppt werden kann. Hola, ¿qué tal, amigo? Sind Sie Kameramann? Ja. Kommen Sie rein. Wir sind hier, um das Anwesen zu filmen. Sehr schön. Wir machen hier heute die kleine Besichtigung unserer kleinen, aber feinen Villa in Tossa de Mar, Freunde. Wir wollten euch ein bisschen zeigen, wie wir hier den Urlaub verbringen. Deswegen kommt einfach mal mit und ihr seht schon hinter mir, absolut crazy. Und genau jetzt kommt natürlich ein Auto. Hallo. So, ihr seht schon hier, es ist quasi der Eingangsbereich, die Dachterrasse, wo man reinkommt. Wir gehen mal direkt rein ins Haus, kommen einfach hinterher. Und das ist das Haus mit zweieinhalb Etagen. Also das hier oben quasi auch. Hier kommt man rein, aber hier oben ist gar nicht mehr viel, außer die Garage mit unserem Tourbus, mit dem wir Tossa de Mar erkunden. Und dann gehen wir auch direkt runter. Hier ist das Haus ein bisschen Aussicht, pipapo, Lichter gibt es hier auch noch, wunderschön. Ist alles sehr modern, kommt rein. Es gibt leider bei uns keinen Fahrstuhl, wir müssen die Treppe nehmen, aber das schaffen wir noch. Wobei die eigentlich hier in der Mitte einen hätten reinmachen können. Eigentlich schon, ja. Das ist die erste Etage, Freunde, in der wir hier zu siebt den Urlaub verbringen werden. Das ist das Schlafzimmer von Vasco und Bossio. Wunderschön. Sogar schon den Schrank eingeräumt haben die Jungs. Pablo ist natürlich auch mit dabei, Freunde. Und die haben hier rechts auch noch eine kleine Badezimmer für sich, für ihre Zweisamkeit. Wunderschön, richtig geil. Und dann geht's hier direkt raus auf die Dachterrasse, meine Freunde. Das ist die erste Terrasse, aber vielleicht machen wir morgen früh Workout hier oder sowas. Wir probieren uns ein bisschen fit zu halten. Aber ihr seht schon, die Aussicht ist einfach brutal, alles Kunstrasen. Wir haben sogar einen Fußball dabei, wir haben Football dabei, aber es ist alles in meinem Koffer, der noch nicht angekommen ist. Wenn das Video online ist, ist der Koffer hoffentlich da. Hier geht's weiter in die Richtung. Hier kommen wir so langsam zum Königsgemach von Mert und Benji. Aber hier haben wir erstmal noch ein Schlafzimmer. Das ist an sich für Darius und Atakan, die noch kommen werden. Die müssen hier pennen. Ist aber alles so nichts Besonderes. Also was heißt nichts Besonderes? Ist natürlich mega geil. Hier ist Badezimmer von den Boys, ganz normales Badezimmer zum Duschen, zum Kacken, alles. Dann hat Julie sein eigenes Zimmer hier. Er hat sich schon komplett sein Studentenzimmer eingerichtet mit der Schlafcouch. Julie hat dafür sein eigenes Zimmer, dafür hat er halt eine Schlafcouch. Und jetzt, um dieses Zimmer wurde gekämpft, aber Xing Shang Shong Meister hat das Ding gewonnen, Freunde. Kommt rein in das Schlafzimmer von Mer und Benji. Ultra geil, richtig schön hier mit Ankleidezimmer hier noch am Start, was aber natürlich nicht benutzt wird, wobei Merz sich sogar schon eingerichtet hat. Ich leider noch nicht, weil ich habe auch keine Sachen. Mit dieser kranken Aussicht, diesem heftigen Balkon, komm mal raus hier. Absolut crazy, genau deswegen wollten wir unbedingt dieses Zimmer haben. Wir stehen morgens auf, schauen hier raus und haben den Blick auf den Pool, den ihr gleich noch sehen werdet. Das ist absolut krank. Und Badezimmer. Zum Duschen. Hier hat man sogar seine Ruhe, wenn man die Tür zumacht. Das ist alles zu. Es ist voll geil, finde ich, so im Raum drin. Ist richtig cool gelöst. Und ja, dann gehen wir schon wieder jetzt runter zur nächsten Etage. Das ist quasi der Schlafbereich und jetzt kommt es zum Leben-, Arbeits- und Partybereich. Das Ganze ist natürlich ein gemietetes Haus, Freunde. Ich sage am Ende noch mal ein bisschen mehr dazu. Also nicht, dass ihr jetzt euch hier denkt, wir wollen irgendwie flexen, was wir haben oder sonst was. Das ist einfach nur ein Haus zum Urlaub gemietet, Freunde. Wir wollten euch ein bisschen zeigen, einfach wie wir hier leben und wie wir die Zeit hier verbringen, weil es ja schon echt geil ist. Das ist der Wohnbereich, Freunde. Wir gehen als erstes hier in die Küche, würde ich sagen.
richtig geil. Das ist eine absolute Traumküche. Und wenn alles funktioniert, wird es von hier auch noch einen Kochstream geben. Schaut euch an, wie schön das ist mit dieser Insel. Kochen, alles sortiert zum Essen. Das ist ein Traum. Ein absoluter Traum. Und dann gehen wir hier raus. Kann man sogar zumachen. Guck mal, die haben extra so einen Punkt reingemacht, dass man nicht gegenläuft, Digga. Oben dachte ich schon, das wäre offen. Und da ist aber auch einer, ne? Da ist auch ein Bauer. Ja. Das ist das Wohnzimmer. Ich lag gerade schon die ersten Dateien für das Anwesen hier hoch. Hier wird dann gestreamt. Den Tisch stelle ich dann dahin. Das wird noch gemacht. Ganz normal einfach Wohnzimmer zum Chillen. Fernseher, Kamin, was wir aber eigentlich nicht benutzen, weil wir eigentlich immer draußen sind. Aber richtig geil. Und jetzt kommen wir zum schönsten Bereich. Kommt nach draußen, Freunde. Das ist der Außenbereich. Ultra geil. Da zum Chillen. Gestern hat es geregnet zum Beispiel. Konnten wir da chillen. Und jetzt gönnt euch diese Aussicht. Die Jungs sind schon den ganzen Tag draußen. Genießen die Sonne. Die wollen richtig braun werden. Der Infinity Pool. Es ist einfach krank, krank, krank. Und hier haben wir noch eine Küche. Eine Outdoor-Küche, was zur Shisha-Küche umfunktioniert wurde, weil natürlich die Shisha nicht fehlen darf. Und gegrillt haben wir gestern auch schon. Mehr hat Abi hat den Grill richtig angeschmissen. Und ja, das ist eigentlich alles. Das ist Julie. Und das ist der Pool. Hier werden die Bahnen gezogen. Und hier geht es auch nochmal noch ganz nach oben, wenn du nach rechts filmst. Und das war es eigentlich schon. So, das ist also das Anwesen, beziehungsweise das Haus, das Airbnb, Freunde. Wie gesagt, wir wollten es euch einfach zeigen, euch ein bisschen mitnehmen, wie wir hier wohnen. Falls euch auf jeden Fall auch interessiert. Checkt gerne Instagram von allen ab, um noch einen tieferen Einblick zu sehen. Geheimtipp ist Instagram von Ehrenpapel. Da geht es heute richtig los, Freunde. Und ansonsten lasst einen Daumen nach oben da. Checkt die Jungs ab, alle, die dabei sind. Danke, Mert, fürs... Ey, ah, guck mal, und das ist Frieda. Frieda, der Flamengo. Du Arschloch. Mach's gut, Freunde. Ja? Bist du dir sicher, dass dein Koffer heute kommt? Ja. Okay. War's das? Das war's. Alles gut.